In vieler Hinsicht macht uns unser Gedächtnis zu dem, was wir sind. Damit erinnern wir uns an die Vergangenheit, lernen und behalten Dinge und planen für die Zukunft. Für Computer, die oft als Erweiterung unserer selbst fungieren, spielt der Speicher dieselbe Rolle. Egal, ob es sich um einen Film, eine kurze Textdatei oder die Anweisung zum Öffnen dieser Dateien handelt, alles im Computerspeicher wird in Form einer Grundeinheit, der Bits, gespeichert. Dabei handelt es sich um Binärzahlen. Diese werden in Speicherzellen abgelegt, die zwei mögliche Zustände annehmen können, nämlich 0 und 1. Dateien und Programme bestehen aus Abermillionen dieser Bits, die alle im Zentralprozessor oder CPU verarbeitet werden, der das Gehirn des Computers darstellt. Da die Anzahl der zu verarbeitenden Bits exponentiell ansteigt, müssen Computerentwickler ständig zwischen Größe, Kosten und Geschwindigkeit abwägen. Wie wir haben Computer ein Kurzzeitgedächtnis für dringende Aufgaben und ein Langzeitgedächtnis zur Datenablage. Wenn ein Programm läuft, stellt das Betriebssystem Bereiche im Kurzzeitgedächtnis ab, um dessen Befehle auszuführen. Drückt man zum Beispiel eine Taste in einem Textverarbeitungsprogramm, ruft die CPU aus einem dieser Bereiche Datenbits ab. Unter Umständen verändert sie diese auch oder erstellt neue. Die hierzu benötigte Zeit nennt man Speicherlatenz. Weil Programmbefehle schnell und laufend verarbeitet werden müssen, können alle Bereiche im Kurzzeitgedächtnis in beliebiger Reihenfolge abgerufen werden. Daher der Name Random Access Memory, was zufälliger Zugriff bedeutet. Am geläufigsten ist der dynamische RAM, DRAM genannt. Hier besteht jede Speicherzelle aus einem winzigen Transistor und einem Kondensator, die elektrische Ladungen speichern. Keine Ladung steht für 0, Ladung für 1. Man nennt ihn dynamischen Speicher, weil sich die Ladungen schnell verflüchtigen, was regelmäßiges Aufladen erforderlich macht. Doch dessen Latenz von nur 100 Nanosekunden ist für moderne Prozessoren schon zu lang. Deshalb gibt es einen kleinen internen Hochgeschwindigkeits-Zwischenspeicher aus statischem RAM. Dessen meist 6 verbundene Transistoren benötigen kein Aufladen. SRAM ist der schnellste Speicher für Computersysteme, aber auch der teuerste und er braucht 3-mal mehr Platz als DRAM. RAM und Zwischenspeicher können Daten aber nur bei Stromzufuhr behalten. Um Daten bei abgeschaltetem Gerät zu speichern, muss man sie auf ein Langzeitspeichermedium überspielen. Davon gibt es 3 Hauptarten. Die günstigste ist der Magnetspeicher. Daten werden als Magnetmuster auf einer rotierenden Scheibe mit Magnetfolie gespeichert. Die Scheibe muss jedoch immer dorthin gedreht werden, wo die Daten sind, weshalb die Latenz solcher Speicher 100.000 Mal langsamer als die von DRAM ist. Optische Speichermedien wie DVD und Blu-ray verwenden ebenfalls rotierende Scheiben, allerdings mit einer reflektierenden Beschichtung. Die Bits werden als helle und dunkle Punkte dargestellt, die von einem Laser gelesen werden können. Optische Speichermedien sind zwar günstig und auswechselbar, haben aber noch höhere Latenzen als Magnetspeicher und eine geringere Kapazität. Die neuesten und schnellsten Langzeitspeicher sind Solid-State-Laufwerke wie USB-Sticks. Diese haben keine beweglichen Teile, sondern speichern Bits mittels Floating-Gate-Transistoren, indem elektrische Ladungen in ihren speziell ausgelegten Strukturen aufgenommen oder abgegeben werden. Wie zuverlässig sind diese Milliarden von Bits? Wir halten Computerspeicher meist für stabil und permanent, aber eigentlich verfallen sie ziemlich schnell. Die Hitze des Geräts und aus dessen Umgebung entmagnetisiert Festplatten, zersetzt die Farbe in optischen Speichern und führt zu Ladungsverlusten in Floating Gates. Solid-State-Speicher haben noch einen weiteren Schwachpunkt. Werden Floating-Gate-Transistoren regelmäßig beschrieben, korrodieren sie und werden mit der Zeit unbrauchbar. Da die Daten auf den meisten aktuellen Speichermedien eine Lebenserwartung von weniger als 10 Jahren haben, versuchen Wissenschaftler, Materialeigenschaften bis auf Quantenebene auszunutzen. Sie hoffen, Speichermedien so schneller, kleiner und langlebiger zu machen. Noch ist ewiges Leben aber nicht in Sicht. Weder für Menschen noch für Computer. Stille deine Neugier mit weiteren Lektionen, bei denen sich Teilen wirklich lohnt, indem du diesen Kanal abonnierst.